Guten Tag, meine Leute, willkommen zurück zu Mega Man ZX Advent. Im letzten Part waren wir auf dem Pflanzenturm und in der Eisscholle und haben vier interessante Personen kennengelernt. Luftschussabschuss im Bereich Sicherheitsregel. Okay. Ja, das ist einfach nur so eine Barriere, die sagt: Ey, du brauchst Bugfire, Chronophos und Rosebug, um weiterzukommen. Ja. Mit Bugfire muss man hier erstmal durchbrechen. Komm, einmal noch. Und da auch. Mit Bugfire habe ich schon das Eiselement zerstört. Jetzt gehe ich mit Chronophos ins Wasser. Navigiere mich vorsichtig an den Stacheln vorbei. Zerstöre die Elektrokugel. Geh jetzt kurz zu mir, also zu Modell A, um hochzugehen, da durchzudashen, wechsel wieder auf Bugfire, um hier kurz die Blöcke über mir zu zerstören. Geh jetzt zu Rosebug, häng mich an das Seil. Hol mir die Waffe kurz mal, weil ich glaube, die brauche ich noch. Schwing mich dorthin und lade meinen Schuss auf und bam! So. Wäre das erledigt. Jetzt können wir in das Ölfeld. Okay, ich glaube, den aktiviere ich. Okay. Hey, alles in Ordnung? Oh, Hilfe! Unser Luftschiff steckt einer schrecklichen Bedrohung gegenüber. Es wird ein schreckliches Gemetzel. Ein Gemetzel? Hier spricht Meister Thomas. An seinem bist du am Absturzort. Der gesamte Bereich ist eine unterirdische Minenanlage. Wenn das Luftschiff explodiert, wird dabei die gesamte Anlage mit in die Luft gejagt. Das heißt, wir werden gesprengt! Nur schnell raus hier! Das Luftschiff ist in der Richtung, oder? Ich verstehe das nicht. Das sind alles Banditen. Willst du den Leuten wirklich helfen? Eigentlich sind sie ja deine Feinde, oder? Es ist nicht wichtig, wer sie sind. Das hier ist mein Leben. Und ich will am Ende nichts zu bereuen haben. Okay, okay, wenn es so viel daran liegt. Und ich soll es mitkommen. Und ich soll mitkommen, stimmt's? Also dann, auf geht's, Ash. Wenn das Luftschiff zerstört ist, hast du keine Ersatzteile mehr einsam. Aber egal. Versuch das simpel zu verhindern. Wer sicher ist. Gut. Das Ölfeld ist eine ziemlich basic Area. Die hat jetzt nichts wirklich Besonderes in sich. Außer Lebensenergie für mein Subtank. Ja. Aber sonst ist da nichts wirklich, was man wirklich als wichtig oder besonders sehen könnte. Es ist halt da. Geh weg. Danke. So, dann gehen wir mal hier weiter. Stirb. Energy Crystals, danke. Okay. Und stirb. So. Und in die zweite Area. Yay. Hopp. Okay. What? Okay. Hi. Schicke Mofas, die ihr habt. Wirklich. Wirklich schick. Sind nicht schick. Okay, dann, diese Dinger. Autsch. Die könnt. Ah. Okay. Das war knapp. So. Okay, okay. Nun, das hat nicht geklappt. So, machen wir mal hier was. Was ist denn das? In den Türen ist sicher nur irgendwie Secret Disc. Ich werde auf jeden Fall nicht alle holen, weil das Let's Play würde irgendwie 30 Parts gehen, wenn das so wäre. Darauf habe ich keine Lust. Okay, benutzen wir mal Rosebug, um hier mal was zum. Oh mein Gott. Ja, Rosebug ist nicht wirklich die sicherste Methode ever, aber okay. Okay, Miniboss, ich rieche ein. Ja, ich rieche ein Miniboss. Du kommst mir bekannt vor. Ja, das ist so ziemlich der Intro-Stage-Boss aus ZX. Danke. Wow. Der benutzt Scorch Wheel aus Mega Man 7, was interessant ist. Oder ziemlich so, I guess, eine Anspielung auf Scorch Wheel, wenn es überhaupt eine Anspielung ist.
Ernsthaft? Okay, wenn du meinst. Bam! Okay. Wie viel hältst du noch aus? Ernsthaft? Okay, nochmal dort. Autsch. Da. Und das später. Cool. Was ist das? Ah, fuck off. Wow. Wow. Das war knapp. Aber du bist tot. Awesome. Okay. Ich bin zwar wieder halb tot, aber von mir aus. Passiert halt. Okay, ja, okay. Jetzt gehen wir mal in den Raum. Weil wir müssen jetzt ein paar Leute retten. Aber die Türen sind so ziemlich alle verschlossen. Aber mit Rosebug können wir den Generator wieder zum Laufen kriegen. Und dann öffnen sich die Türen wieder. Was gut ist. Das heißt, jetzt können wir in alle Räume und alle retten. Also ja, Room. Aha, endlich ist sie offen. Vielen Dank. Immer gerne. Okay. Da ist noch eine Sicherheit drin. Wer bist du? Ist Milton? Bitte, nein! Schau ich so gefährlich aus. Na egal. Hier unten ist, soweit ich weiß, nix. Außer nix. Ja. Na egal, hier ist. Da sind ein paar Gegner. Okay. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich danke dir vielmals. Immer gerne. Immer gerne. Okay, und da ist jetzt sicher noch jemand drin. Wow, nein, da sind Gegner drin. Auch cool. Wow, Lebensenergie. Haha. Okay, whatever. Secret is, I guess. Why not? Cool. Habe ich jetzt mal wieder Lebensenergie. Runter. Okay. Und Boss Time. Diese Banditen sind also hier durch entkommen. Ich mache euch alle zu Futter für das Modell W. Ah, Atlas. So trifft man sich wieder. Du hast also tatsächlich überlebt, Mega Man Modell A. Erzähl mir bloß nicht, du bist hier, um den Banditen zu helfen. Das sind doch nicht einmal deine Verbündeten. Ist ja auch ein Teil der Arbeit als Jäger. Helden retten Leben. Kaum hast du etwas Mega Man Energie, schon denkst du, du wärst eine Heldin. Der Lauf der Welt, der Geschichte, der Kriege. Und jetzt sind nur noch die Stärksten derer übrig, die ein Produkt des Kriegers sind. Die Weiterentwicklung der neuen Mega Man Herrscher. Er ist nah. Die Macht des Mega Man liegt im Kampf. Menschen ohne Stärke entwickeln sich nicht weiter. Du benutzt ja also Futter für das Modell W? Ich würde sagen, das ist eine recht barbarische Art des Fortschritts. Was weißt du schon? Du bist unfähig, die eigene Macht zu erkennen. Wenn du denkst, ich irre, versuch mich zu schlagen. Atlas ist... Man könnte sagen, sie ist einfach Modell F. Auch bekannt als Fighting Fafnir aus Mega Man Zero. Ja, oder eher einfach Modell F, weil sie kämpft einfach wie Modell F aus ZX. Weil ich muss sagen, dieser Kampf fühlt sich echt an, als würde ich einfach mit Modell F kämpfen. Und das finde ich cool. Einfach dieses Feeling, dass ich gegen etwas kämpfe, was ich hatte. Also das finde ich irgendwie cool. So. Wow. Dieser Gemini-Laser-Shot von Ash ist in so kleineren Räumen richtig cool und nützlich, weil da kann man einfach ein bisschen Spaß haben mit.
Aber ja, generell sollte man bei Atlas einfach aufpassen mit den Bomben und so. Aber es ist nicht schwer. Und Yassi, willst du mich nicht erledigen? Nun gut, ich ergebe mich. Solange deine Feinde noch leben, ist das Schicksalsspiel nicht zu Ende. Eines Tages wirst du bereuen, mich nicht getötet zu haben. Was geschieht hier? Modell A! Ah! Extrahiere Daten von Code AW15 bis CE70. Entpacke Berichtsdaten. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 5000. Besucher! Das Modell A, das ich erschuf, ist durch einen Code geschützt, der nur im Kampf geknackt werden kann. Du hast den ersten Code geknackt und hast es verdient, seine wahre Macht zu kennen. Bei meiner Arbeit mit den alten Technologien erschuf ich einen Geheimcode, der einer neuen Evolution Tür und Tor öffnen wird. Das Biometallmodell W. Wem es gehört, dem gehört die Herrschaft über die ganze Welt. Doch es wird lange dauern, bevor die Menschen den wahren Wert meiner Arbeit schätzen werden. Um Modell W zum Leben zu erwecken, sind Opfer nötig. Ich habe auf der ganzen Welt Modell W versteckt, die nur darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Sie warten auf denjenigen, der meine Arbeit verstehen kann. Ihm wird die Macht verliehen. Modell A, was war das eben? Waren das die Daten, die mir gespeichert sind? Von denen die Weißen sprachen? Über meinen Schöpfer? Und den von Modell W? Alles in Ordnung, Modell A? Wir gehen besser zu den anderen, um ihnen zu helfen. Was? Ja, der Level bist du! Dieses Schild besteht aus Keratanium. Deine Angriffe fallen einfach daran ab. Warum sparst du dich Luft und Rost ab? Das ganze Gerede wird langsam wirklich lästig. Hey, verwandle dich in diese Atlas. Dann können wir sie mit einem Sturmangriff mal so richtig durchschütteln. Verabschiede dich von deinem ach so wertvollen Schild. Ja, wir haben auch Atlas kopiert. Und Atlas ist, wie wir auf dem Bottom Screen sehen, noch immer einfach Modell F. Wir können Schüsse auch noch immer so custom haben. Also ja, wir haben einfach hier Modell F wieder. Bitte tu mir nicht jetzt! Dachte ich mir, ein Haufen Weicher, ja. Fahrt euch zurück, dann werden wir einiges klarstellen. Ich hatte das Leben gerettet. Vielen Dank, Schwester. Lass bitte das mit der Schwester, okay? Ich bräuchte einige Teile von eurem Luftschiff, um unseren Zug zu reparieren. Ah, darum habe ich mich schon gekümmert. Ich habe eben ein paar der Jungs zum Reparieren des Zuges geschickt. Wir sind wirklich beeindruckt von deiner Stärke und deinem Mut. Wir haben nachgedacht. Wir werden aber jetzt als ehrenbare Beutejäger mit dir zusammenarbeiten. Siehst du, als hättest du einen Fan. Ein schönes Gefühl, wenn man von anderen geschätzt wird. Die Reparaturen sollten bald beendet sein. Geh zurück ins Lager und zieh nach. Ich hoffe, du findest in der Legion was aus, Schwester. Nun hoffe ich auch. Atlas kann noch viel mehr als nur stürmen. Tutorial X ist wieder da, schön. Okay, whatever. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in diesem Part noch zum Zug zurück. Because why not? Trans-Server ist im Ölfeld, dort wo Data steht, darum. Okay, Missionsbericht und dann zurück zum Zug. So. Noch nicht sprechen, mich. So, dann gehen wir mal. Den Zugport habe ich noch nicht aktiviert, das muss ich dann machen. Okay. Dann gehen wir mal schnell zum Zug. Hop, 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 hop. Okay, aktivieren wir das einfach mal, weil warum nicht? So. Und auf den Zug. Hey Ash, wir haben auf dich gewartet, Schwester. Alles im Lot. Alles Paletti. Alles repariert und alles bereit. Sag an. Bist du zur Legion? Jupp. Oh ja, jetzt haben wir den Zug übersprungen, weil wir mit ihm geredet haben. Wir könnten nochmal in den Zug reingehen, um irgendwie Energy Crystals oder so holen, aber. Nee, brauche ich nicht. Moment, ich aktiviere den hier auch, damit ich den Zug komplett überspringen kann. Okay, das ist der Zug.
ziemlich fancy. Für was auch immer das ist. Ich würde sagen, da gehen wir noch durch und sobald wir vor der Legions HQ Area stehen, werde ich hart. Ja. Weil hier ist jetzt noch ein bisschen Gameplay. Okay, einfach ein paar Gegner, warum nicht? Hi. Okay, da gehen wir mal runter. Wir können natürlich nicht durch Wände schießen, weil wir sind wieder nichts 5. Danke für die Lebensenergie. So, ein paar Gegner. Und ist da schon... Okay, das wäre schon die Legions HQ. Moment, ich gehe noch kurz da rein, warum nicht? So, ich aktiviere den Warpunkt. Und ich würde sagen, im nächsten Part treffen wir uns mit der Sage Trinity. Bis dahin, auf Wiedersehen.